Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge. Hi, hi, good morning. Hallo. Hallo. Hi, 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 hi. Hallo. Nice to meet you. Okay. Lach-Yoga wird nächstes Jahr 30 Jahre alt. 2025 können wir den 30. Geburtstag feiern. Woher kommt Lach-Yoga und was möchte Lach-Yoga? Und wie konnte sich Lach-Yoga in Deutschland so gut etablieren? Und was möchte es? Gibt es Visionen? Wo geht es hin? Laughter Yoga will be 30 years next year, so 2025. Laughter Yoga, we can celebrate the birthday of Laughter Yoga 30 years. What exactly is Laughter Yoga? Where does it come from? How was it able to establish it so wonderfully in Germany? And where should it go? What kind of visions are there? Heute ist eine Premiere in meinem Podcast, und zwar ist diese Folge bilingual. Wir sprechen Deutsch und Englisch, wie du schon gehört hast. Sandra übernimmt freundlicherweise die Übersetzung für diese Folge. Fragen und Informationen rund um das Thema Lach-Yoga. Und dafür habe ich ganz besondere Gäste, die darüber bestens Bescheid wissen. Today is a first time a premiere. We have bilingual podcast and Sandra will translate. Questions and information about Laughter Yoga. And we have special guests today. Ich freue mich sehr. In meinem Podcast Die Kraft des Lachens die Begründer von Lach-Yoga begrüßen zu können, Dr. Madan Kataria und seine Frau Madhuri Kataria. Und ich freue mich, begrüßen zu können Gabriela Leppel-Dremmel, die Begründerin der Deutschen Lach-Yoga-Kongresse und der First Global Laughter-Konferenz. Und ich freue mich, begrüßen zu können Sandra Mandl, die Nachfolgerin von Gabriela, die seit diesem Jahr die Lach-Yoga-Kongresse ausrichtet und auch Mitbegründerin ist vom Lachtelefon, welches sich gerade sehr großem Interesse erfreut. I'm very happy to have the founders of Laughter Yoga in my podcast, Madan Kataria and his wife Madhuri. I'm also very happy to have Gabriela Leppel-Dremmel, the founder of the Laughter Yoga Congresses in Germany and the first Global Laughter Yoga Conference. And I'm also happy to welcome Sandra Mandl. She's doing the Laughter Yoga Congresses in Germany now, and she's one of the founders of the Laughterphone, which is very successful in Germany at the moment. Lieber Madan, liebe Madhuri, liebe Gabriela, liebe Sandra, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Lachen verbindet, auch über Grenzen hinaus und auch über Zoom. Deshalb möchte ich euch dazu einladen, erstmal gemeinsam eine Runde zu lachen. A very warm welcome to Gabriela, Madan and Madhuri, to Sandra. And I'm very happy to welcome you in my podcast, The Power of Laughter. And I want to invite you to make a laughter exercise. Let us laugh for some moments. Lachen für ein paar Momente lachen. Ja. Ah, wundervoll. Thank you. Ja. Lieber Mada, liebe Madhuri, ich möchte euch bitten, euch unseren HörerInnen vorzustellen. Ja, Madan, magst du vielleicht beginnen? Dear Madan, dear Madhuri, please be the first to introduce yourself to our listeners. Madan, may you begin? Okay, my name is Madan Kataria. I'm a medical doctor from India and people call me Laugh Doctor. I am Madhuri Kataria and also I am the founder of Laughter Yoga. From the day one, I am with him. Von Madan, mein Name ist Madan Kataria. Ich bin ein Arzt aus Indien und die Leute nennen mich der Lachdoktor.
Und Madhuri ist Gründerin, Mitgründerin von Lach Yoga vom ersten Tag an. Ja, lieber Madan, erklär doch bitte unseren HörerInnen, wie es zum Lach Yoga gekommen ist. Dear Madan, please explain how it came to be Laughter Yoga. Okay, it's a long story, but I'll make it short. Seine lange Geschichte wird sie kurz erzählen. Okay, so I was practicing as a family physician in Mumbai, the city of 25 million people. And along with my medical practice, I was also editor of a health magazine called My Doctor. So it was very stressful for me to do medical practice and bringing out a publication in two languages. Er war Familiendoktor in Mumbai und außerdem Herausgeber der Zeitschrift Mein Doktor. Das war eine sehr stressige Zeit für ihn, dieses Magazin zweisprachig herauszugeben und gleichzeitig als Arzt zu praktizieren. So I was going through enormous amount of stress editing a health magazine. I started to look for how can I de-stress myself. I tried several things, but nothing worked. But in March 1995, I thought of writing an article about laughter is the best medicine. Und dadurch, dass er sehr viel Stress hat, hat er einiges ausprobiert und nichts hat funktioniert. Und im März 1995 hat er einen Artikel geschrieben, Lachen ist die beste Medizin. And after finding so many scientific research on benefits of laughter, I thought, oh my God, nobody is laughing in Mumbai. So let me start a laughter club. Nachdem er dann sehr viele wissenschaftliche Studien gelesen hat, wie hilfreich und gesund das Lachen ist, hat er sich gewundert, dass niemand in Mumbai lacht und dachte, wir starten einen Lachclub. So we went to the public park near my house and there were almost like 400 people walking there. Wir sind in einen öffentlichen Park gegangen, in der Nähe von seinem Haus, und es waren 400 Leute, die durch diesen Park gegangen sind. I spoke to them about starting a laughter club and they started laughing at me. They said, Doc, are you all right? Und er hat mit ihnen gesprochen, darüber einen Lachclub zu gründen, und sie haben über ihn gelacht und gesagt, bist du in Ordnung, ist alles in Ordnung mit dir? So most people ridiculed this idea. It's not a good idea to laugh in the park, but with a great difficulty we found three more people, myself, Madhuri and three more people, five people, we started laughing by telling jokes. Viele sagten, das ist doch lächerlich, aber dann hat er drei Leute gefunden, also Madhuri, er und drei zusätzliche Leute, und sie haben gesagt, wir erzählen uns jetzt Witze. Everything went very well. We were almost 50 people in the laughter club, but we had a problem. The stock of good jokes ran out, and then people started telling all negative jokes, hurting jokes, vulgar jokes started coming in. Es lief gut, es waren 50 Leute. Dann sind nur die guten Witze ausgegangen und sie haben angefangen, sich vulgäre Witze zu erzählen, schlechte Witze, negative Witze. And people asked me to stop this laughter club. I said, please, give me one day, I will find some way, how can we laugh without jokes? Und die Leute haben ihm gesagt, er soll aufhören mit dem Lachclub. Dann hat er gemeint, gib mir einen Tag, ich werde euch eine Lösung liefern. So I found in very interesting research, which said that even if you laugh for the sake of laughing, even if you pretend laughing, your body, your brain cannot distinguish between real laughter and even if you are doing voluntary laughter. Und er hat sehr interessante Forschung gefunden, in der gesagt wurde, dass der Körper nicht unterscheiden kann, ob man absichtlich lacht oder ob man spontan und echt lacht. So we started laughing without any reason, but we were almost like 50 people laughing, but we could not fake laughter even for 30 seconds. Everybody started laughing for real, just looking at each other. Und wir haben angefangen mit Lachen ohne Grund und wir konnten keine 30 Sekunden ohne Grund lachen. Als wir uns angeschaut haben, hat sofort das echte Lachen angefangen. And people went on and on. It was so easy. The laughter becomes contagious, infectious and real laughter within no minutes. Und es war so einfach und das Lachen ist innerhalb von wenigen, nicht mal Minuten, echt geworden und ansteckend. So this was our great discovery that if we laugh in a group and just look at each other, you don't need anything to laugh. Das war unsere großartige Entdeckung. Wenn du in der Gruppe lachst und dich einfach anschaust, dann fängst du an zu lachen. And then Madhuri and I discussed that laughter, if we bring laughter exercises with some deep breathing techniques from yoga, so we thought it's a very good combination that will help us to oxygenate our body
And that's why we decided to call it Laughter Yoga, Lach Yoga. Und was wir dann entdeckt haben, ist, dass wir es mit tiefen Atemübungen aus dem Yoga verknüpfen. Und Madhuri hat dazu beigetragen, dass das verbunden wurde. Dann können wir noch einfacher lachen, dann können wir das Lachen noch tiefer werden lassen. Und das war, warum wir es Lach-Yoga nennen. And then it went, it spread all over India and went to all over the world. And we are now present in 120 countries. Und dann hat es sich in ganz Indien ausgebreitet und dann in der ganzen Welt. Und inzwischen sind wir in über 120 Ländern auf der ganzen Welt. Madhuri, was hast du gedacht, als dein Mann plötzlich in den Park ging, um Witze zu erzählen? Madhuri, what did you think when your husband went to the park and started telling jokes? And because, you know, it was very usual for us. Because I am also a very fun-loving person. So I never thought it would become a movement. So we just started like for the fun. In the morning we will laugh. Für sie war es etwas sehr Schönes. Sie hat viel Freude an Spaß und am Erzählen von Witzen. Sie hatte nur nie gedacht, dass das so eine Bewegung wird. Ja, große Überraschung. Big surprise. Ja, und ihr habt dann ja, obwohl das reicht, dass wir uns anschauen und dann lachen, ein Konzept entwickelt. And so it is enough to look at each other and laugh. You developed a concept. Yeah, I think this was a big discovery because when you're laughing together with the people, it's so contagious. We knew from already we knew that laughter is contagious, infectious. But first time I realized that if you more the number of people get together, then there is no need for anything. You can laugh much better when you're laughing without using jokes, humor, comedies, because your mind cannot make you laugh so much as much you can laugh without any reason. Und das ist eine großartige Entdeckung. Wir wissen, dass Lachen ansteckend ist. Und das zu sehen, wie wenn mehr Menschen zusammenkommen, das Lachen ansteckt, ohne dass wir irgendwelche Witze, ohne dass wir Humor, ohne dass wir Comedy brauchen. Ja, das finde ich auch eine der großartigen Unterschiede zu allen anderen Dingen, die uns erheitern, dass wir einfach ohne Grund lachen können. Zu jeder Zeit, wann wir wollen, wie lange wir wollen. That's one of the huge differences to other things that make us laugh. It's that we can laugh as long as we wish, at what time we want to laugh. Yeah, this is something important for if you want to get the benefits of laughter. Science tells us that you should laugh longer. It should be a sustained laughter. And this is what exactly we do in laughter yoga, when we can laugh as long as, if you want to get therapeutic effect of laughter, it has to be longer. Natural laughter is very short, does not give you the benefits. Das ist sehr wichtig, wenn wir von den Vorteilen des Lachens profitieren möchten, dass wir länger lachen. Und das natürliche Lachen, das spontane Lachen, ist nicht lang genug, um therapeutische Effekte zu haben. Genau, und dafür habt ihr ja die vier Bausteine entwickelt. And that's why you build the four foundations. Yes, exactly. So I thought that this is such a simple idea and we should spread it to all over the world. And it spread without much marketing, without much advertising. It spread on its own because I did not make it as a business. I wanted these laughter clubs to multiply all over the world and it happened. Und das ist so eine einfache Idee. Und Madan Kataria dachte, die soll sich auf der ganzen Welt ausbreiten. Und sie hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet. Und das ist kein Unternehmen gewesen, sondern die Lachclubs verbreiten sich auf der ganzen Welt. Magst du noch kurz die vier Bausteine erklären für unsere HörerInnen, die das vielleicht noch nicht kennen? Do you want to explain the four foundations for the audience who doesn't know? Okay, so Laughter Yoga International Foundation is a non-profit organization. And our vision is that we want to set up free social laughter clubs all over the world so that everybody from different countries, cultures can become like a one single family. Die Idee ist, dass Lach-Yoga wie eine große Familie ist oder wie eine große Bewegung, in der alle mitmachen können, in der alle Teil einer großen Familie sind. The four steps of laughter yoga. For the readers, okay. For the listeners. I was thinking of a non-profit. Okay, so what happens in a laughter yoga session is that we get together in a group and in the beginning we do some warm-up exercise, chanting, ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Wir kommen zusammen in der Gruppe und machen Patsch- und Klatschübungen, ho, ho, ha, ha, ha.
Boho, ha ha ha, und patschen die Hände aufeinander. So this is a good way to loosen up and lose your inhibitions and shyness. Eine gute Möglichkeit zum Aufwärmen und das innere Kind hervorzuholen. And the second step is breathing. So we ask people to take a long deep breath, inhale deeply and hold your breath and slowly exhale a little bit longer than you inhale. Der zweite Schritt ist die Atmung, also tief einatmen und etwas länger ausatmen, als ich einatme. So then we combine breathing with laughter. So you breathe in deeply and laugh out longer than we normally do. Und dann verknüpfen wir das mit Lachen. Wir atmen ein und lachen beim Ausatmen. Okay, I'll show you how we do it. So put your hands in front of your chest. Take a long deep breath. Inhale. Hold it, hold it, hold it and laugh it out. Er hat gezeigt, wie das geht. Und zwar tief einatmen, die Hände zum Brustbereich ziehen bei der Einatmung. Noch tiefer einatmen, die Luft halten und beim Ausatmen lachen. So in simple words, if somebody asks me, what is laughter yoga, I tell them, breathe in and laugh it out. In ganz einfachen Worten, was ist Lach-Yoga? Ich atme ein und lache beim Ausatmen. So if you see, laughter itself is like a breathing out exercise. When you're laughing, you are exhaling and getting rid of all the stale air from your lungs. Lachen an sich ist eine Ausatmung. Wenn ich ausatme, kann ich Platz schaffen für frische Luft. One of the purpose of laughter yoga is to increase your breathing capacity, so that we can increase the amount of oxygen to the body and brain. And then we laugh without any reason to develop the habit of laughing without any reason. Ein Ziel im Lach-Yoga ist, die Atemkapazität zu erweitern. Wenn die Atemkapazität in der Lunge erweitert wird, schaffen wir mehr Raum für mehr Sauerstoff im Körper und im Gehirn. Das ist ein Grund, dass wir Lach-Yoga machen. Und das zweite ist, dass wir es üben, ohne Grund zu lachen, dass wir immer geübter darin werden. So the third step in laughter yoga is childlike playfulness. So the way we can laugh more and more as grown-ups, to become like a child again, because children can laugh so much. So we are encouraging people to become like a child again, and we do all silly things what children do, and we also become like children. So that's why we call Laughter Yoga Club a kindergarten of the grown-ups. Und der dritte Schritt ist die kindliche Verspieltheit, die wir kultivieren. Wir möchten im Lach-Yoga dazu ermuntern, wieder wie Kinder zu werden, wie Kinder zu spielen, alberne Sachen zu machen und Freude daran zu haben. Und das ist auch ein Grund, warum wir den Lachclub Kindergarten für Erwachsene nennen. And the step number four is Laughter Yoga Exercises. Und der vierte Schritt sind Lach-Yoga-Übungen. So we have developed hundreds of laughter exercises from different countries, different cultures, but some exercise remains very popular all over the world. Wir haben 100 Lach-Yoga-Übungen und mehr entwickelt aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Ländern und manche sind etwas beliebter als andere. I want to show you the very first exercise we discovered in Laughter Yoga in 1995 was Namaste Laughter. So Namaste is a very traditional Indian greeting. So I'll do it with Madhuri and see. We look into each other's eyes and just laugh. Das erste oder die erste Lachübung, die entstanden ist, ist das Namaste-Lachen. Dazu nehmen wir die Handflächen aneinander, halten sie vor die Brust und schauen uns in die Augen und lachen. Bekannte Begrüßung in Indien. Yeah. So Namaste is like a unity between the two individuals. So I and you, we are one. Namaste schafft eine Einheit zwischen zwei Individuen. Du und ich, wir sind eins. Okay, the second exercise is very, very famous all over the world. We call it milkshake laughter. Das zweite ist sehr beliebt auf der ganzen Welt, das ist das Milchshake-Lachen.
So hold two glasses of milk, imaginary, when we're going to mix it three times, and fourth time you're going to drink. Für das Milchshake-Lachen stellen wir uns vor, wir haben zwei Gläser. Wir mixen die Getränke ineinander, indem wir eine Hand zur anderen führen. Die linke dann wieder zur rechten. Rechte wieder zur linken. Schütteln und so tun, als würden wir es trinken und lachen. So one more funny exercise we call argument laughter. So if we say, if you want to fight, fight laughing. Eine andere Übung ist das Streitlachen. Eine sehr witzige. Wenn ihr streiten möchtet, dann könnt ihr stattdessen lachen. Okay, this is how we do. Wir geben den Zeigefinger. Vorwurfsball nach oben. So, laughter yoga session, normally we do about 30 minutes laughter yoga exercises. In einer Lach-Yoga-Session machen wir in der Regel 30 Minuten Übungen. And the second part of laughter yoga is laughter as a meditation. Und der zweite Teil ist Lachen als Meditation. So in laughter meditation, we just sit down on the floor and just start laughing slowly, gradually. By looking at each other, it becomes so contagious. People go continue to laugh on, and sometimes it's very hard for people to stop laughing. In der Lachmeditation setzen wir uns einfach auf den Boden und fangen langsam an zu lachen. Und das Lachen wird so ansteckend, wenn wir uns auch in die Augen gegenseitig schauen, dass manchmal Leute kaum aufhören können zu lachen. Laughter meditation means when you don't have to make any effort to laugh. Laughter comes so effortlessly. Lachmeditation heißt, man macht überhaupt keine Anstrengung mehr zu lachen. Es kommt so anstrengungslos. And people laugh so deeply that they start crying. And this is very cathartic exercise. Und das Lachen wird so tief und das hat eine kathartische Wirkung. And laughter meditation can last for 15 to 20 minutes or more. Und Lachmeditation kann 15 bis 20 Minuten oder länger gehen. And also sometimes we lay down on the floor and close our eyes and people can't stop laughing. Manchmal legen wir uns auf den Boden, schließen die Augen und die Menschen können nicht aufhören zu lachen. And with the deep meditation of laughter, there is no amount of jokes, humor, comedies that can make you laugh so much. Und in diesem tiefen Zustand der Meditation, es gibt keinen Witz, keine Comedy, nichts, was uns so zum Lachen bringen kann. And the last part of laughter yoga is relaxation. We do yoga nidra, where we relax our body. Der letzte Teil ist Entspannung. Wir machen Yoga Nidra und entspannen den Körper. Okay, over to Silvia. Ja, und ein Teil, den ich auch sehr liebe beim Lach-Yoga, was auch die Teilnehmer immer sehr, sehr gerne aufnehmen, ist das Loben, diese kindliche Verspieltheit mit dem sehr gut, yeah, oder dem sehr gut, ja. Weil ich immer wieder erlebe, dass die Menschen mehr getadelt werden oder sich auch selber mehr tadeln, als gelobt zu werden. Das finde ich auch einen ganz wertvollen Baustein beim Lach-Yoga. And one very important part for Silvia in laughter yoga is also to be proud of yourself and to praise yourself. So these exercises with very good, yeah, very good, yeah. It's very important because people tend to not be so good to themselves. So it's important, this part. Over to Silvia. Was hat dich dazu bewegt, dieses sehr gut, ja mit reinzunehmen? Why did you take the very good, yeah into laughter yoga? Okay. So this is very interesting. It was not decided that we will say very good, yay. So once we were doing laughter club and we were doing laughter exercises, and one gentleman, he was a little fat and he found it very amusing. So when we did laughter exercise, he started clapping and continuously was saying, very good, very good, very good, very good, very good. Das ist sehr interessant. Das war gar keine Idee von mir, das irgendwie reinzunehmen, sondern als wir Lach-Yoga gemacht haben, kam ein Mann und der war sehr amüsiert über das, was wir gemacht haben, hat angefangen zu klatschen und immer sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut gesagt.
And then we found that this is very good, positive thing when you say very good, very good. And then we modify into very good, very good. Yay. Und wir dachten uns, das ist was sehr Positives, wenn man sehr gut sagt. Und wir haben es ein bisschen verändert und sagen sehr gut, yeah. So it's a very good way of positive affirmation. One is words and it is added with your body language also. Es ist eine sehr positive Affirmation, einmal über die Worte und einmal über die Körpersprache. Wir nehmen dabei die Arme nach oben. Ja, schön. Das hat sich also schon früh gezeigt, dass auch die Teilnehmer sehr inspirierend sind und ihre Ideen mit einbringen, so wie sie es ja auch immer weiterentwickelt hat. So very, very soon it showed that the participants also brought in their ideas and creativity. Yeah. See, the whole idea of laughter yoga, I call it a collective wisdom. I started this idea, created some exercises, then I asked people to make your own exercises. So people started coming up with brilliant ideas, new exercises. And these exercises now from all over the world, from different countries, different cultures. Ich nenne Lach-Yoga eine kollektive Weisheit. Und das, was aus Lach-Yoga entstanden ist, ist aus kollektiver Weisheit entstanden. Ich habe angefangen mit ein paar Übungen und dann haben die Teilnehmenden Übungen gemacht, Übungen mit eingebracht und inzwischen sind die Übungen aus der ganzen Welt und es kommen ständig neue dazu. Ja, und das hat sich ja auch verknüpft mit dem Yoga. Norma Duri hat ja Übungen aus dem Yoga mit reingebracht. Und was ich schön finde, ist auch, dass Tanzen immer mehr integriert wird. Und dann einen Lach-Yoga-Tanz, beziehungsweise mittlerweile zwei sich entwickelt haben. And it connected with yoga. And what I'm very happy about is that it also connected with dance. And it still connects with dance more and more. Because I love to dance a lot. And now there are two laughter dances. Yeah, yeah. See, when we initially created Laughter Club, it was only meant to be laughing and breathing exercises. Then we found that sometimes laughter exercises alone can be very monotonous. So we wanted to add some fun element to our laughter yoga practice. Then in India, we have a lot of festivals. We have a lot of dancing, singing. So we thought that this is a very good value addition to Laughter Yoga Club, that we also sing, we also dance, play. So we created a lot of new exercises. And we have Bollywood laughter yoga dance and laugh dance party. It's a very good way to make your sessions more interesting. Ja. Und erst war Lach-Yoga nur Lachen und Atmen. Das ist uns aber zu monoton geworden und wir wollten Elemente von Freude mit reinbringen. In Indien gibt es viele Feste und wir dachten, wir könnten auch tanzen, spielen, singen mit reinbringen. Und das macht das viel interessanter, die Lach-Yoga-Sessions. Inzwischen gibt es den Bollywood Laughter Dance und den Love and Dance, die Love and Dance Party als Lachtänze. Ja, und so entwickelt es sich immer weiter. Du hast immer mehr auch die Elotologie, die Wissenschaft des Lachens mit integriert, das ganze Hintergrundwissen, was sich mehr gefunden hat, wie Lach-Yoga wirkt, wie es sich auf unser Körper, Geist und Seele auswirkt und hast auch spezielle Angebote dazu gemacht. And so Laughter Yoga develops further and further and you also found a lot of science of laughter and much is done to find the effects of laughter and yeah, to make scientific research on the effects of laughter. Yes. Was war deine Frage, Silvia? Ja, dass es halt immer sich so weiterentwickelt und dass er jetzt ja auch schon Angebote macht, diese 2 plus 0 Geschichte, ne, dass er halt immer mehr dieses Hintergrundwissen auch weitergibt. And you are doing more and more trainings on this as well in Laughter Yoga 2.0, like training laughter yogis with this knowledge. Yes. Actually, to get the benefits of laughter yoga, so somebody has to lead and make them do this laughter exercise. We call laughter leaders. And then to train. So this needs some kind of a training system is required. So we created different levels of training, laughter leaders, laughter teachers, so that we can have more and more people practicing laughter yoga. Um von den Vorteilen des Lachens zu profitieren, braucht es Menschen, die das anleiten und die dazu anleiten und inspirieren. Und dafür wurden Trainings entwickelt und Ausbildungen. Ja, und was ich da halt ganz wertvoll dran finde, ist, dass Lach-Yoga eben auch so ein
fundierten Boden bekommt, weil manche Menschen ja sagen, ha, die lachen da nur so vor sich hin und das wird manchmal nicht ernst genommen und damit bekommt es noch mal wirklich diese Erkenntnis, was Lachyoga eigentlich alles bewirkt. Yeah, but it's very important that it gets this ground, this foundation, laughter yoga, how important laughter yoga is and what effects does it have. It is important to build up on this more and more. Yeah. I want to talk more about the benefits, why Laugh Yoga has become popular all over the world, because there are tremendous health benefits people are getting from it. Ich möchte gerne über die Vorteile von Lachyoga sprechen, weil es gibt viele Gründe, warum Lachyoga so vielen Menschen auf der Welt geholfen hat. Und das hat enorme gesundheitliche Vorteile. And the first benefit is Laugh Yoga for wellness. So you laugh regularly, you will not fall sick easily. Der erste Grund ist, dass es für Wellness, dass es einem gut tut. Wenn du viel Lachyoga praktizierst, dann bist du nicht so leicht krank. So it reduces your stress levels and makes your immune system stronger. So you remain healthy. Es reduziert den Stresslevel und das macht das Immunsystem stärker. But now what we are seeing that more and more people who are involved in laughter yoga, they are getting so many benefits from the laughter as a therapy. It's now being used for therapeutic purposes. When people with high blood pressure, heart disease, chronic illnesses, cancer, they all benefit from laughter yoga because it is a very good exercise for healing the chronic illnesses. Wenn wir jetzt sehen, wie viele Menschen auf wie viele Arten von Lachyoga profitieren, und dann sehen wir auch, es kommt immer mehr in den therapeutischen Bereich und das kann bei chronischen Krankheiten unterstützend wirken. Zum Beispiel bei Diabetes oder bei Depressionen oder bei Krebserkrankungen. And we have now hundreds of research studies from all over the world, which are documenting that laughter is good for bringing down the cortisol level. It is also bringing down the blood pressure, systolic, diastolic, also regulates your blood sugar. Wir haben hunderte Studien auf der ganzen Welt, die uns zeigen, dass der Cortisol-Level durch Lachyoga gesenkt werden kann, dass der Blutdruck langfristig absenkt und dass der Blutzucker sinkt. And major benefit of laughter yoga is from mental illness like depression, anxiety, where the modern medicine is not helping much, but laughter yoga is helping very well for mental health. Und große Vorteile sind für mentale Erkrankungen. Lachyoga kann sehr hilfreich sein, auch bei mentalen Erkrankungen und unterstützend helfen, zum Beispiel auch für Menschen mit Depressionen. Ja, und die Entwicklung ist ja auch weitergegangen. Also ich finde das ja sehr spannend, so anzugucken, wie es von 1995 so losgegangen ist. Dann gab es die Anfänge der Laughter Yoga University. Und es würde mich interessieren, was so die weiteren Visionen sind. Wo soll es so in deiner Vorstellung hingehen? I'm very fascinated how it goes from the beginning and you developed Laughter Yoga University and what is your plan? Where should it go? Yes. See, this laughter yoga has become so popular and everybody wants to learn laughter yoga. Now, there is a lot of deep science behind it, and we still need to do a lot of research behind it. So this laughter yoga itself is becoming like an institution, and I call it laughter university. Lachyoga ist sehr populär geworden und jeder möchte es gern machen und lernen. Es ist schon eine Art Institution geworden und wir brauchen noch mehr Forschung, auch wenn es schon sehr viel gibt. And we feel that every country should have a laughter yoga university center where we can do laughter yoga teaching, coaching, training in a very scientific and systematic manner. Und jedes Land sollte eine Lachyoga-University-Institution haben, die auf sehr systematische Art und Weise Trainings, Coachings und Studienforschung betreiben. So it's not like a traditional educational university, academic university. No, this is a university of living life. Es ist nicht wie eine traditionelle akademische Universität, sondern es ist eine Universität oder eine Institution, die praktisch und lebensorientiert ist. In regular universities, they teach you how to become a doctor, engineer, or architect, or something. But nobody teaches how to live life of joy, how to be happy. And this is, I think, this is why I wish to create a laughter universities in everywhere in the world. Und in traditionellen Universitäten wird einem beigebracht, wie man Arzt wird oder wie man Ingenieur wird oder wie man Architekt
wird oder Ärztin. Aber es wird einem nicht beigebracht, wie man im Leben glücklich ist oder wie man Freude im Leben erreichen kann. Und das ist der Grund, warum ich auf der ganzen Welt solche Institutionen haben möchte. Ja, das ist ein schönes Ziel. So wonderful. Ja, Sach-Yoga und Deutschland, das interessiert uns natürlich hier auch. Und ich habe das mit dem Dr. Michael Tietze schon einmal besprochen in einer Podcast-Folge über Humorcare. Und da ging es auch um die Humorkongresse. Und da habe ich dann das erste Mal verstanden, dass das Lach-Yoga seinen Weg über die Humorkongresse, über die Schweiz bekommen hat. Und dann über den Michael Berger nach Wiesbaden, in dessen Humorkirche gekommen ist. Laughter Yoga in Germany interests us very much. And I made an interview with Dr. Michael Tietze. And then I came to understand that Laughter Yoga came to Germany through the humor congresses in Basel. And that Michael Berger, with his humor church, was one of the entrances of Laughter Yoga to Germany. Yes, it gives me great pleasure that I want to thank Michael Berger, Michael Berger we call him, that he has actually literally brought Laughter Yoga to Germany. He was actually attending Humor Congress in Basel in Switzerland, and he literally dragged me to Wiesbaden. Come. Germany needs Laughter Yoga. Und es macht mir große Freude und ich bin sehr dankbar, Michael Berger, Michael Berger, wie er ihn nennt, der bei einem Humorkongress in Basel in der Schweiz war und ihn nach Wiesbaden gezogen hat. Hast schon, komm mit. And our general impression about German people all over the world is that Germans are very, very serious people. Perfectionist. Und unser Eindruck in Deutschland ist, dass die Menschen in Deutschland sehr ernsthafte Menschen sind. And now I think that Germans are very serious about laughter yoga. Und jetzt denke ich, dass die Deutschen sehr ernst in Bezug auf das Lachen und Lach-Yoga sind. Thank two people. One is Michael Berger, who brought laughter yoga. And I want to thank Gabriella, our master trainer. She's the one who really developed and propagated in a very, very systematic manner. Und thank ich you. Möchte zwei Menschen danken. Einmal Michael Berger und zum anderen Gabriella Leffel-Dremmel, die Lach-Yoga in Deutschland auf eine sehr systematische und konsequente Art ausgebaut und entwickelt hat. And I call her the mother of laughter yoga in Germany. Und sie ist die Mutter des Lach-Yoga in Deutschland. Ja, so bezeichne ich Gabriela auch gerne, die Mutter von unserer ganzen deutschen Lach-Yoga-Bewegung. That's how I love to call her as well, the mother of all our German Laughter-Yoga-Movement. Ja, da haben wir einen guten Übergang bekommen zu der zweiten Geschichte, nämlich wie hat sich das Lach-Yoga hier in Deutschland so gut etabliert? Und dazu hat Gabriela einfach unglaublich beigetragen mit der Einrichtung der wunderbaren Lach-Yoga-Kongresse. And that's how we come to the next topic. How could it be that Laughter Yoga developed so well in Germany? And one very important part of it was that Gabriela did the Laughter Yoga Congresses. Okay, yes. Ja, liebe Gabriela, wie bist du auf die Idee gekommen, so große Events auszurichten? Gabriela, how did you come to the idea to make such huge events? Ich neige zum Größenwahn. So I tend to do things very big. Ja, diese Frage ist total interessant. Die habe ich mir selber auch schon öfter gestellt. This question is very interesting. I thought about it as well. Ich muss sagen, Lach-Yoga hat mich befreit von fast allen Sorgen, von fast allen Zweifeln. I have to say, Lach-Yoga freed me from almost all sorrows and almost all doubts. Lach-Yoga macht mutig. Gibt Selbstvertrauen. Laughter Yoga makes brave and gives self-confidence. Und das ist im Grunde genommen der tiefe Grund, warum ich mir das zugetraut habe überhaupt. That's the deep reason why I trusted myself to do it. Ja, wie bin ich jetzt dazu gekommen? War das deine Frage, wie ich dazu gekommen bin, Lach-Yoga-Kongresse zu organisieren? Ja, wie du den Mut hattest oder die Idee hattest, jetzt mache ich so eine große Veranstaltung. Ja. How did you get the courage to make such a huge event? Ich habe Vorbilder. Ich war bei einem Kongress in Berlin. Das war auch ein internationaler Kongress, Lach-Yoga-Kongress. Das war der erste Lach-Yoga-Kongress überhaupt, den ich als Teilnehmerin mitgemacht habe. I was in Berlin
And I took part as a participant in a laughter yoga conference. Das war 2005. 2005. Dann war ich auf Mallorca, auf der wunderschönen Insel Mallorca, und habe dort eine europäische Dach-Yoga-Konferenz mitgemacht. Then I was on the wonderful island Mallorca and I took part in an European Laughter Yoga Conference. Und bei diesen Konferenzen waren auch Madan und Madhuri jeweils dabei. And on these conferences Madan and Madhuri also took part. Und ich habe mir das genau angeguckt. Ich habe das alles beobachtet. And I watched very closely. Ja, und so ist in mir irgendwie diese Überzeugung gereift, dass ich das auch könnte. And so in me something grew that I also can do this. Und was ich bei diesen Konferenzen in Berlin und in Mallorca erlebt habe, war, dass Menschen aus vielen verschiedenen Ländern zusammengekommen sind und miteinander gelacht haben, Freude geteilt haben und wie eine Familie sich gefühlt haben. What I experienced at these conferences in Mallorca and Berlin was that people from many countries came and laughed together and had joy together and felt like family. Und im Grunde genommen ist das bis heute mein Motor, um diese Dinge zu tun, die ich noch tun werde oder schon getan habe. Diese Vision, dass wir eine große Lach-Yoga-Familie auf der ganzen Welt kreieren können. And that's my motto, to do all the things I have done and I will do, that we are, in deep, we are all a family. We are a family which spreads around all the world. Laughter Yoga Family. Ja, das ist so, was in mir als tiefe Motivation steckt. Ansonsten habe ich auch so ein paar Fähigkeiten, die habe ich dann auch noch eingebracht. That's my deep motivation and then have some skills were also important. Ja. So ging das los. Also die Vorbilder, die ich bekommen hatte, die haben in mir gewirkt. Und eines Morgens in einer Meditation, ich bin auch Yogalehrerin und meditiere, in einer Meditation kam plötzlich dieser Gedanke zu mir. Er war plötzlich da. Ich organisiere jetzt einen Lach-Yoga-Kongress. That's what I've seen. And then I'm also a yoga teacher. And when I was meditating one morning, this thought came to me, it was just there, I will do a conference. Und dann habe ich, das war 2009, im Jahr 2009, und es war klar, es war so wie für Madan damals mit dem Witze erzählen, war für mich plötzlich klar, ich werde jetzt eine Konferenz organisieren und mach das, ich werde das in die Welt bringen. And immediately it was clear, absolutely clear that I will organize a conference and bring it into the world. Und das Erste, was ich gemacht habe, war zu schauen, wo kann man sowas machen. Und dann habe ich eine Location gefunden, die ist bis heute immer noch dieselbe Location, nämlich bei Yoga Vidya in Bad Meinberg. Da habe ich auch selber meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und ich hatte großes Vertrauen, dass wir dort genau in der richtigen Umgebung sein würden. Und das hat sich ja bis heute tatsächlich auch genau so bestätigt. And the first thing I did was to look where is a good location. And I did my yoga teachers training at Yoga Vidya and the congresses are still there. And I had a huge trust in this place to do the laughter yoga conferences there. And this trust was confirmed and proved until now. Und dann das nächste, was ich gemacht habe, ich habe meinen Mann davon überredet, nach Indien, nach Mumbai zu Madan und Madhuri zu reisen und mit ihnen über die Konferenz zu sprechen. And the next thing I did, I told my husband to go to India and talk with Madan and Madhuri about this conference. Genau, und er hat freudig zugestimmt und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und sind im September 2009 nach Mumbai gereist. And he accepted with joy and in 2009 we traveled to Mumbai. Dort haben wir dann bei Madan und Madhuri in ihrer Wohnung wunderschöne Gastfreundschaft erlebt. And we experienced great hospitality at the house of Madan and Madhuri. Wir waren auch an dem Platz, wo die erste Lach-Yoga-Stunde stattgefunden hat. And we were at the place where the first Lach-Yoga-Session took place in 1995. Wir haben dort Lach-Yoga mit Straßenkindern gemacht. We made Lach-Yoga with street children. Und ich habe auch sofort von Madan und Madhuri
das Okay bekommen, dass ich diese Konferenz machen durfte, organisieren durfte. And I immediately got the okay from Madan and Madhuri and the permission to organize the conference. Ja, und damit waren alle Türen geöffnet. Bei der ersten Lach-Yoga-Konferenz konnten die beiden allerdings nicht dabei sein, 2010, weil das über den Weltlachtag war. Und da hatten sie schon ein anderes Programm. So all doors were open to organize the conference. At the first conference in 2010, both of them couldn't be there because it was during World Laughter Day and they had other appointments. Ja, genau. Die sind ja hochgefragte Personen am Weltlachtag. Und damals haben die Feiern zum Weltlachtag, die haben ja immer noch in Präsenz stattgefunden. Heute macht man ja schon einiges über Zoom seit der Pandemie, aber damals musste man dann auch dabei sein. Und so war das. Die waren also einfach total gefragt und hatten keine Chance, nach Deutschland zu kommen. So there were very much asked personalities at the World Laughter Day and also everything took place not online but live and they had to be there. So they couldn't come to Germany. Now, on the World Laughter Day, there are also many online activities, but before pandemic. Ja, und der erste Lach-Yoga-Kongress in 2010 über den Weltlachtag war völlig überwältigend und war ein Riesenerfolg. And the first Laughter Yoga Conference was a huge success and overwhelming. Also alle waren begeistert und alle sagten, ja, nächstes Jahr wieder ein Kongress. Und ich fand das auch toll, eine tolle Idee. Und habe dann 2011 den nächsten Kongress organisiert. And everyone was excited and happy about it and they wanted a next conference in the next year. So 2011, I made the second conference. Okay, und das war auch fantastisch. Und da waren Madan und Madhuri auch das erste Mal dabei. And it was fantastic as well and Madan and Madhuri joined then. Und sie haben auch vorher eine Lach-Yoga-Lehrerausbildung angeboten. And they made a Lach-Yoga-Teachers training before. Und das war eine unglaublich gute Kombination. Also weil natürlich aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus anderen Ländern Leute dazugekommen sind, die Madan und Madhuri live erleben wollten und von ihnen direkt unterrichtet werden wollten. And that was a wonderful combination because people from all over Germany and Austria and other countries wanted to be taught Laughter Yoga from the founders of Laughter Yoga directly. Ich habe dann nicht sofort wieder im nächsten Jahr einen Kongress organisiert, sondern nur in Anführungsstrichen eine Lehrerausbildung, eine Lach-Yoga-Lehrerausbildung mit Madan und Madhuri zusammen, weil ich gemerkt habe, dass das doch ein bisschen Arbeit ist, so eine Organisation eines Kongresses. I didn't organize the next one in the next year. I just did a teacher's training because I came to realize that is a lot of work to do. Also habe ich dann den Rhythmus der Lach-Yoga-Kongresse auf 2 Jahre, also alle 2 Jahre stattfindend, geändert. Und das war sowohl für mein, wie soll ich sagen, mein Energiepotenzial eine gute Geschichte, als auch, also die Sache ist auch, die Dinge verbrauchen sich. Also wenn man das irgendwas zu oft macht, dann sind die Leute nicht mehr so begeistert. Also das ist dann nicht mehr so spannend. So I changed the rhythm to 2 years, every 2 years a conference. And this was very good for my energy, but also because it gets used up if you do it too often. The people are not that excited anymore. Ja, also was soll ich sagen? So hat sich das entwickelt. Ja, und jetzt geht es immer noch weiter. Und ich bin sehr, sehr, sehr sicher, dass das auch weiterhin total gut laufen wird. Und wir auch in Deutschland Lach-Yoga weiterhin immer mehr verbreiten werden und auch qualitativ immer mehr verbessern werden. So what should I say? That's how it developed. That's how it got started. And I'm very confident that it develops further and further and very well in Germany and also on a more and more profound level. Ja, ich würde auch gerne die First Global Laughter Konferenz noch erwähnen, die du organisiert hast zwischen den Lach-Yoga-Kongressen. Weil das ist etwas, was bei mir sehr, sehr besonders eindrücklich hängen geblieben ist in meinem Gedächtnis. Es war ein besonderes Erlebnis, wirklich nochmal aus ja, allen Ecken der Welt, aus allen Kontinenten Menschen da zu haben und zu sehen, wie lachen die denn? Lachen Japaner wirklich so verhalten? Nein, sie lachen lauthals und freudig. Es war so beeindruckend. Und auch diese Tiefe nochmal zu sehen, was wir mittlerweile alles mit Lach-Yoga machen.
I would like to mention the first Global Laughter Yoga Conference as well that took part in Frankfurt. And our global connection got very clear, and it was impressive to see all the people from all the continents, from many countries, to come together, see the different cultures and their laughter, and get to know them and see how do, for example, Japanese people laugh. Is it very narrow, or can they laugh freely? And we could see how we could laugh together. So that was a very impressive conference for me. Ja, und auch diese Tiefe der Arbeit, die wir damit machen, wie aus Mexiko, der Luis Gomez. Danke, genau. Der hat berichtet, wie er im Gefängnis mit Menschen arbeitet und hat dann Bilder gezeigt, wie die Gesichter sich verändert haben. Oder ein weiterer Kollege aus Venezuela, der Francisco Soares, der mit den Straßenkindern arbeitet, lachend Müll einsammelt oder an Straßenkreuzungen oder an Zebrastreifen, wo die Leute unkontrolliert über die Straßen laufen, Lachsperren macht und die Leute aufmerksam macht, was sie da eigentlich tun. Oder die Kollegin aus Japan, zum Beispiel die Maki Kawakami oder Diana Ichijitsu, was mich sehr beeindruckt hat, wie die mit Menschen gearbeitet haben, die in den Auffangstationen nach dem Tsunami gelebt haben. Das hat für mich nochmal so diese Dimension gezeigt, was wir alles mit Lachyoga machen können. And also to see the deepness of what we do. And this got presented at the Laughter Yoga Conference in Frankfurt very well. For example, in Mexico, Luis Gomez, who worked with people in jail and with the projects Soy Libre, I'm Free, and laughed with the inmates, and to see how their faces changed was very impressive. And other projects as well from Venezuela, Francisco Suarez with street children in Venezuela, and also with his project to regulate traffic with through laughter and with laughter, or in Japan working after a tsunami with laughter yoga. So this was what showed me how impressive the work is and how deep it goes in laughter yoga. Ja, und dafür war die Konferenz einfach nochmal ein wichtiger Baustein. Da möchte ich auch sehr danken, dass du das alles so gemanagt hast und für uns bereitgestellt hast. So this conference was a very important part in all this and I would like to thank you very much that you managed everything. Warum habe ich das gemacht, eine internationale Konferenz zu organisieren? Was war der wahre Grund dahinter oder mein Motor? So I would like to add, why did I do this? What was my motor to do this international conference? Ich bin mit meinem Mann zusammen viel gereist. Wir waren in unterschiedlichsten Ländern und haben dort möglichst auch immer Lachclubs besucht oder Menschen, die Lachyoga verbreiten. I traveled a lot together with my husband and at each country where we were, we also visited laughter clubs and visited people who spread laughter yoga. Auf meinen Reisen habe ich so viel erfahren, was es an unfassbar tollen Projekten in anderen Ländern gibt, dass ich einfach nur meinte, wir müssen das unbedingt alles mal zusammenbringen. Wir müssen die alle mal irgendwie zusammenholen. Das hätte auch irgendein anderes Land sein können. Das war egal. Aber wir haben jetzt Frankfurt dann gewählt oder ich habe Frankfurt gewählt, damit wir uns gegenseitig erzählen davon und inspirieren. And I learned to know a lot about the projects in all the world and these incredible, impressive projects all around the world. And I thought we have to bring it together. We have to bring everyone together and exchange about these projects and learn up from each other. And it could have been another country as well. It was Frankfurt, Germany now. But it was important for me to bring all of this together. Ja, und wie ich jetzt gesehen habe, letztes Jahr war ich in Japan. Und wir hatten ja die Pandemie, in der wenig stattgefunden hat, also alles online stattgefunden hat. Und ich habe in Japan einige Leute wieder getroffen, die auch in Frankfurt waren. And I've been to Japan last year. During the pandemic, traveling was not possible. And I met people that I've learned to know at the Laughter Yoga Conference in Frankfurt. Und natürlich haben wir uns ausgetauscht über den aktuellen Stand, über das, was in Deutschland passiert ist, was in Japan passiert ist. Und die Verbindung, die war immer noch so, als wenn wir Brüder und Schwestern wären. And of course we talked about what happened in Japan, what happened in Germany. We exchanged about our experiences. And the connection was as if we were sisters and brothers. Und das ist wirklich das,
Was Lach-Yoga ausmacht, Entschuldigung, ich rede jetzt einfach so mit gebrochener Stimme, ich muss mich jetzt nicht schämen, glaube ich, dass es wirklich die Menschen auf einer ganz tiefen emotionalen Ebene, auf einer wertschätzenden Ebene, liebevollen Ebene zusammenbringt und dass wir einander zuhören und was voneinander erfahren wollen. Wirklich. Und wir haben dort auch zum Beispiel über das Lachtelefon gesprochen und es ist auf offene Ohren gestoßen. Ja, die Geschichte kann vielleicht Sandra dann nachher noch erzählen. Da gab es jemanden, mit dem ich mich da intensiv drüber ausgetauscht habe, den Nobi, der auch in Frankfurt war. Und der wurde ganz hellhörig und hat diesen Gedanken tatsächlich aufgegriffen. Und jetzt gibt es ein Lachtelefon in Japan. Also solche Dinge, solche Projekte werden am besten weitervermittelt, wenn man sich wirklich sieht und wenn man natürlich diese gemeinsame Basis hat, miteinander zu lachen. And that's one very important point in Laughter Yoga for me, how it creates connection, a very deep, heartful connection and creates being together with other people, feeling connected from your heart and listening to others and being appreciative of others. And talk about all these projects. And one of the projects, when I was in Japan, I talked about the laughter phone in Germany. And Nobi, who also attended the conference in Frankfurt, he was there and he listened very well. And now there's a laughter phone in Japan as well. That's how it goes if you meet the people in person. Genau, der direkte Austausch, der ist extrem wichtig und wertvoll. Und das betrifft alle Treffen von Lach-Yogis untereinander. Ob das Netzwerktreffen ist, ein Kongress, ob das Reisen sind in andere Länder. Der unmittelbare Austausch, der ist wertvoller als Gold. The direct in-person exchange from people, this is what's more precious than gold. If it is on a connect meeting or if it is on a conference or if it is while traveling, that's very, very important. Ach ja, sehr berührend, Gabriela, dich nochmal so zu hören, zu erleben. Ja, das zeigt nochmal, wie sehr du mit dem Herzen dabei bist. Ja, das stimmt. Und ich reise weiter. Ich bin ja Laughter Yoga Ambassador, also Lach-Yoga-Botschafterin. Und ich werde weiterreisen und die gute Nachricht weitertragen. Ja, unbedingt. It's very touching. It's very touching to hear you, Gabriela, talk about this. And it shows how much you are with your heart, spreading laughter yoga with your heart. And Gabriela said, and I will go on traveling. I'm laughter yoga ambassador and I will bring it to the world. Ja, sehr gut. Very good, very good, yeah. Gabriela, magst du noch zwei deiner Lach-Yoga-Lieblingsübungen mit uns machen? Ja, also jetzt gerade ist es ja Frühling in Deutschland oder in Europa. Und die Frösche kommen überall raus aus den Teichen und man hört sie quaken. One of Gabrielas laughter exercises, the frogs come out of their... the babies. The babies in the next room. Where I work and we have a huge room and there's a baby group with their mothers. Wir können auch eine andere Übung machen. Wir machen Lachen und Weinen. Also Lachen und Weinen geht so, wenn ich die Hände nach oben hebe, beide Hände mit den Handflächen zur Decke zeigen. Ich nehme die Hände nach oben und dann lachen wir. Und wenn ich die Hände umdrehe und wieder nach unten nehme, dann weinen wir. Und so geht das immer im Wechsel. Das machen wir so ein paar Mal im Wechsel. Lachen, weinen, lachen, weinen. Wie kleine Kinder, die lachen und weinen auch andauernd. We will go between laughter and crying, laughter and crying. And when the hands go up, we will laugh. And when the hands go down, we will cry. Like little children, they do it all the time. Okay, let's start. Lasst uns anfangen. Hände nach oben. Und letztes Mal lachen. Und wie geht das mit den Fröschen? Ja, mit den Fröschen, das ist so. Wir blasen unsere Wangen auf, so. Also wir machen die Mund zu, blasen die Wangen auf, so.
machen Froschaugen. So, we close the mouth. Und dann würgen wir das Lachen, dann würgen wir das Lachen so raus. So. This is the frog laughter, and we close the mouth, and then we put air into our cheeks, and then laughter comes up and goes through the mouth. Ach ja, wunderbar. Vielen Dank, Gabriela. Du bist ein super Frosch. You're a wonderful frog. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ach ja, die große, große Lach-Yoga-Geschichte der Gabriela Leppel-Tremmel. Und sie hat jetzt dieses Jahr die Staffel übergeben an Sandra Mandl. Und Sandra Mandl hat dieses Jahr das erste Mal den Lach-Yoga-Kongress ausgerichtet. Liebe Sandra, bitte berichte. So, that's the big history of Gabriela Leppel-Tremmel. And this year, she gave the organization of the conferences to Sandra Mandl, that's me. So, Sandra, please talk about this. Now we'll see how it works with translating myself. Eine Premiere, mich selbst zu übersetzen. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. We'll see how it works. Ich bin sehr beeindruckt noch von dem, was Gabriela erzählt hat. Und diese Übertragung, dass ich das ja jetzt mache, kommt mir gerade erst so, oder wird mir gerade erst immer wieder bewusst. So, I'm very impressed, like how Gabriela talked about what she did and that I organize it now. It's something that gets conscious now and is quite new to me. Wie kam es jetzt zu dieser Übergabe? Was hat euch beide bewegt, dass ihr jetzt die Staffel übergebt und du sie nimmst? How does it come that you took this organization from Gabriela? Ich habe Gabriela ja schon geholfen, auch bei der Konferenz 2019. So I helped Gabriela with the conference in 2019. Zusammen mit Michael haben wir als Praktikantinnen Gabriela geholfen. So we're two people helping her. And I had a lot of fun doing this. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es sehr gern gemacht. Und als Gabriela mich dann gefragt hat, ob ich die Konferenz organisieren möchte, den Kongress, war ich zuerst etwas vorsichtig. So I was cautious, weil ich wusste, wie viel Arbeit das ist. Because I knew how much work it is. Ich habe mir dann auch Zeit genommen, dachte, jetzt kommt bestimmt die Erleuchtung, so wie bei Gabriela, ich mache das. So I took some time, sat there and thought, oh, there will be an enlightenment, now I will do it or I won't do it or someone else will do it. Und bin dann an einen besonderen Platz für mich gegangen and I went to a special place for myself. And then I got an enlightenment and it was, you have to do it, no one else will do it. Und mir kam dann die Erkenntnis, du musst es machen, niemand anders wird es machen. Und das war der Punkt, wo ich dann Gabriela danach angerufen habe und ihr gesagt habe, ich möchte es machen. Ich möchte, dass der Kongress weitergeführt wird und dass das auch in Deutschland ein wichtiger Part der Lach-Yoga-Community bleibt. So I told Gabriela, I will do it and I want it to go on and I want to be it an important part of the Lach-Yoga-Community in Germany. Und dann habe ich angefangen zu organisieren. Das war ja 2020, so 2020 I started organizing und hätte nie gedacht, wie viele Herausforderungen das gibt. And I never thought about how many challenges there will be. It was pandemic, it lasted for many years and then it was the war in the Ukraine when we finally decided to make it online and just so many things that made it quite different than what I thought it would be. So das hat das doch anders gemacht, als was ich dachte, wie es wird. Und das war dann jetzt 2024 diese erste Erfahrung von, ich organisiere einen Kongress vor Ort und ich schaffe einen Raum, dass wirklich Lach-Yogis aus ganz Deutschland und ja auch Indien, Schweiz und Österreich zusammenkommen. Das war eine wunderschöne Erfahrung. In 2024, now in March, it was this experience of creating a place where Lach-Yogis can come together and exchange and be there all together and creating this, what Gabriela calls, like feeling like a big family and feeling supported from all of them. Und das wirklich zu erleben, wie das sich wirklich wie Familie anfühlt und wie ich mich auch von allen unterstützt fühlen kann.
und auch von allen unterstützt werde. Das war wirklich besonders. Das ist besonders. That's really special. Ja, du hast nochmal gesagt, dass es gar nicht jetzt so immer glatt genauso weitergelaufen ist, die ganzen Hindernisse, die bewältigt werden wollten. Und es gab zwischendurch auch noch einen Online-Kongress. Also die Lachyogis haben sich nicht aufhalten lassen. Yeah, so there was an online congress, so the laughter yogis couldn't be stopped. And the online congress was planned as a conference in person. Und der Online-Kongress war geplant als Kongress vor Ort. Aber die Lachyogis sind sehr schnell im Perspektivenwechsel und im Neukreieren. Eine große Fähigkeit. Lachyogis are very fast to adapting and create something new. And it was a wonderful congress as well. Und es war ein wunderschöner Kongress, der Online-Kongress. Ja, und jetzt 2024, ein wunderbarer Start. Besser hätte es nicht sein können. Und ihr habt eine wunderbare Übergabe gemacht. It was a wonderful beginning in 2024 and you made a wonderful giving it over. Und so dürfen wir uns freuen auf 2026. So we can look forward to 2026. Gabriela hatte eben, ja, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen dazu? Ja, ich bin total inspiriert für 2026. Man lernt ja auch beim Tun. Man sieht ja auch beim Tun so viel. Ich werde so viel anders machen 2026. Ich habe auch Rückmeldungen bekommen, die so wertvoll sind, wie man weitergehen kann. So I'm very much looking forward to the next conference. And also I learned a lot and I have a lot of ideas. I have a lot of inspiration how to do things differently maybe. And I got a lot of feedback that was very precious. Sehr schön. Können wir uns drauf freuen. Yes. Ja, Gabriela hatte eben schon gesagt mit dem Lachtelefon und dem japanischen Lachtelefon. Das finde ich so fantastisch, welche Blüten das Lachyoga ja alles so treibt. Und eins davon ist das Lachtelefon, was gerade sehr, sehr im Gespräch ist, sehr beliebt ist und großen Zulauf hat. Nicht nur, dass ganz viele Leute anrufen, sondern auch, dass es in andere Länder getragen wird. Yes, and there are many projects developing in laughter yoga, and one very important or one very successful in Germany is the laughter phone, and it also goes in other countries. Genau, mit Japan, was Gabriela eben gesagt hat, und Österreich und Schweiz, glaube ich auch, oder? Yeah, with Japan and Austria, and Switzerland is in the making, so that's one preview you get here. Yes, but we ordered a number already, so it won't take a long time now. Ja, dann schauen wir, dass wir haben schon eine Nummer bestellt, also das wird jetzt nicht mehr lang gehen, aber es ist ein Preview, was ihr hier habt, das ist noch nicht offiziell. Ja, großartig. Dann wünschen wir dem Lachtelefon, dass es genauso um die Welt geht, ne? Es macht ja Anfänge wie die Lach-Yoga-Bewegung als solche. So we wish for the Lachtelefon to go around the world, just like Laughter Yoga itself. Ja, liebe Sandra, magst du auch noch deine zwei Lieblingsübungen mit uns machen? So I also will do two laughter exercises. Of course I will do the telephone laughter. So you take your thumb and your little finger, make it like a telephone, put it on the ear and then you listen. Someone tells something very funny and you breathe in and laugh. Very good, very good, very good. Yeah. Very good, very good, yeah. Auf Deutsch, wir nehmen den Daumen und den kleinen Finger und halten es neben das Ohr wie so ein Telefonhörer und dann hören wir, als würden wir etwas Lustiges hören und lachen dabei. And the second exercise, die zweite Übung, die ich gern machen würde, ist die Übung, das eigene Lachen anzuhören mit kindlicher Verspieltheit, also mit dem eigenen Lachen spielen. Ich höre meine Lachlaute, vielleicht auch die Lachlaute der anderen und reagiere darauf mit meinem Lachen. So I like the exercise to listen to your own laughter and listen to the laughter from the others and then react with your laughter. So with childlike playfulness. Oh.
Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ach, vielen Dank, liebe Sandra. Ja, ich switche noch mal rüber zu Madhuri und frage Madhuri nach ihren zwei Lieblings-Lach-Yoga-Übungen. I switch to Madhuri. What are your two favorite laughter yoga exercises? Okay, mine, one is, you know, laughter cream. So we take the laughter cream in the hand and mix it and put it on our face and we will laugh. Noch auf Deutsch, die Lachcreme. Ich nehme Lachcreme und schmiere sie mir ins Gesicht und dabei lache ich. And the second? Second laughter is silent laughter, which is without sound. We laugh, but no sound. Zweite Lach-Yoga-Übung, das stille Lachen. Ich lache ohne Ton. Very good, very good, yeah, very good, very good, yeah. Und Madans Lieblingsübung, zwei Lieblingsübungen, welche sind das? Madan, your two favorite exercises. All right, I like zipper laughter. Imagine you have a zipper on your mouth and when you open the zip, we laugh and when we close, we stop laughing. Reißverschlusslachen. Wir nehmen die Finger an den Mund, als würden wir einen Reißverschluss über den Mund ziehen, machen zu, beim Öffnen lachen wir. Okay. At the second? Second one is called serious laughter. So we are very serious about laughter. So put your hand like this. When you move it up, we start laughing. And when it bring it down, we become serious. Das ist das ernste Lachen. Wenn wir die Hand übers Gesicht führen nach oben, dann lachen wir. Und wenn wir sie runternehmen, dann machen wir ein ernstes Gesicht. Okay, ready? Start. Very good, very good, yeah. Very good, very good, yeah. Ah, sehr schön. Ja, wir haben jetzt schon eine lange Zeit miteinander, aber ich möchte trotzdem auf meine letzten zwei Fragen nicht verzichten. Und zwar würde ich gerne noch mal von jedem von euch wissen, wie wichtig ist euch persönlich Lachen, Witz und Humor? We have a long time now recorded this podcast, but I don't want to overgo the last two questions I have. How important is humor, laughter and jokes for you? Madan, do you start? Yes. See, everybody knows that laughter is very good. Now, the problem is that there are two ways we can laugh. One is like children, they don't use humor joke. They laugh for no reason. They play and laugh. And second is when we grow up, we laugh from our brain, from our mind. So humor does not allow us to get so much laughter so that we can get benefits. If we want to get benefits of laugh, if you want to laugh much more in your life, we must laugh like children do. And this is what we do in laughter yoga. Es gibt zwei Arten, zum Lachen zu kommen. Und das eine ist, wie Kinder zu lachen, ohne Witze, ohne Comedy und ohne Humor. Und das andere ist, wenn wir erwachsen werden, dann wird das Lachen über den Verstand generiert. Und das gibt uns aber nicht genug Lachen, um ausreichend zu lachen. Und deswegen ist der Weg, über die kindliche Verspieltheit zu gehen. But we are not against humor. We laugh and get the benefits when we do laughter exercises. But it's important to see humor in our daily life. So we cannot do laughter exercises all throughout the day. So we need both. We need humor, we need laughter. But laughter is very important
to get the benefits. Humor is some, add some value to the laughter. Wir sind nicht gegen Humor. Wir können mit Humor auch im Alltag gut mit Dingen umgehen. Und das Lachen hilft uns dabei, mit Humor im Alltag umzugehen. Für die Vorteile, um die auch im Alltag zu integrieren, ist es schön, wenn sich auch Humor entwickelt. Und Madhuri, was sagst du dazu? And Madhuri, what do you say? Laughter is definitely, you know, drive. Laughter is as good as humor gets you the laughter. No, humor means that when you have a sense of humor, you can laugh at anything. Humor bringt einem das Lachen. Wenn man einen Sinn für Humor hat, dann kann man über alles lachen. Yeah, but the laughter is a physical activity which gives you the benefit, which gives you physical, mental, social, all types of benefits. Lachen ist eine körperliche Aktivität, die dir wiederum Vorteile auf allen Ebenen, körperlichen, mentalen, sozialen gibt. And humor is when you are you're not participating in it. You are just listening to the humor and you're laughing. Und Humor ist oft, dass man gar nicht dran teilhat. Man hört dazu und lacht dann darüber. While in laughter yoga, we are participating in laughter exercises. So that's the difference between humor and laughter. Im Lachyoga nimmt man allerdings teil an den Übungen. Man ist aktiver Teilnehmer, Teilnehmerin an diesen Übungen. Und das ist der Unterschied zwischen Humor und Lachyoga. Ja, yeah, thank you. Gabriela, was sagst du? Gabriela, what do you say? Also, ich bin im Rheinland aufgewachsen und mit dem Karneval. Ich muss schon lachen, wenn ich nur daran denke. I grew up with Karneval and at the Rhine and I have to laugh if I think about it only. Da wird nur aus lauter Spaß an der Freude gelacht. Who laughed it just for the fun of it. Und das habe ich irgendwie so, das ist quasi das, was ich mit der Muttermilch aufgesogen habe. Ich kann über jeden Mist lachen. That's what I learned from beginning, from my birth. I can laugh about everything. Ich schätze allerdings auch sehr, muss ich sagen, sogar schwarzen Humor. Also den finde ich auch grandios. I value a lot also dark humor. Ich finde, dass Humor intelligent ist, oft sehr intelligent und die Fähigkeit hat, einen zum Nachdenken zu bringen und eine andere Perspektive einzunehmen und plötzlich über Dinge lachen zu können oder zumindest schmunzeln zu können, über die man nie hätte lachen können sonst. I think humor is very intelligent and it brings you to laugh about and with things that you could never have laughed with before. Deswegen schätze ich Humor sehr. That's why I value humor a lot. Ich habe selber, das war noch bevor ich Lachyoga kennengelernt habe, in meinem Freundeskreis eine Witze-Erzählgruppe gegründet. Before I learned to know laughter yoga, I founded a joke-telling group among my friends. Die hat auch tatsächlich 3 Jahre oder so stattgefunden, ganz regelmäßig. And it took part for 3 years, very regularly. Also ich habe wirklich einen Zugang, ganz, ganz engen Zugang zu Humor. Ich liebe Humor. Und wenn meine Schwester anruft, das Erste, was wir machen, ohne überhaupt irgendeinen Witz erzählt zu haben, wir lachen gleich los. And I have a sense of humor. And when my sister calls me, we right away start to laugh. Also es ist irgendwie so dieses Schmiermittel in der Kommunikation. So it's connection in Communication. In communication. Und das Lachen, dieses physische Lachen, wie es beim Lachyoga stattfindet, ist ja in Wirklichkeit auch Spiel. Es ist herumalbern. Es ist mit ganz viel Humor verknüpft. And this physical laughter that we do in laughter yoga, in reality, it is play. It is playfulness. It is making jokes and and it is connected with a lot of humor. Exactly, yes. Yeah. But there's a connection between two of us when we are laughing in laughter yoga. Die Verbindung zwischen uns beiden, wenn wir gemeinsam lachen im Lach-Yoga. Ja, genau. Das ist für mich so Witz, Lachen und Humor. Ganz banal erstmal. Ansonsten finde ich, das habe ich Sandra auch schon oft erzählt, was Professor Robert Provine, der jetzt nicht mehr lebt, der hat ja an der Biologie des Lachens geforscht. That's what
Laughter, jokes, and humor is for me. And furthermore, and I told it to Sandra sometimes, Robert Probein, who doesn't live anymore, he made research on the biology of laughter. Und der hat ja herausgefunden, in welchem Hirnareal wir lachen. Das ist ja älter als das Sprachzentrum. And he found out which area of the brain is activated when we laugh, and it's older than the area that's activated when we speak. Also das älteste Hirnzentrum, und das muss einen Überlebensvorteil gebracht haben. Und er war mit dieser Forschung dem Gedanken auf der Spur. And it has to had a survival benefit, and with his research he was on this track. Und das ist etwas, was mich fasziniert, und das würde ich wahnsinnig toll finden, wenn da in der Richtung weiter geforscht würde. And that's what fascinates me, and I would really like it if there's more research in this area. Und was wir mit dem Lach-Yoga machen, geht genau in diese Richtung. Das ist das archaische Lachen eigentlich. And what we do with laughter yoga is exactly this direction. It is the archaic laughter. Insbesondere natürlich die Lachmeditation. Especially laughter meditation. Ja, tolle Ausführung. Dankeschön. Ja, Sandra, was ist für dich Lachen, Witz und Humor? What's jokes, laughter and humor for me? Ich habe eine starke Verbindung zum Erkennen von Absurdem. Und diese Verbindung oder diese Erkenntnis von Absurditäten, die entsteht für mich beim Lachen, insbesondere beim Lachen. Man kann sie auch anders haben, aber man kann sie auch beim Lachen haben. Und das knüpft an das, was Madan sagt, an das, was Gabriela sagt. Wir können im Alltag die Situationen anders erleben mit Humor. Für mich ist das was von Absurditäten zu sehen und vielleicht am Ende die Absurdität des Lebens an sich. And now I try to translate my words. I can very much see absurdity in situations, absurdity in life. And laughter is one thing for me where I can come to this point to understand how absurd situations are and how the whole view on situations can change and not be that serious and maybe not even life as such. So to see this absurdity in all these situations. That's what laughter helps me to come. And especially in laughter meditation. After half an hour of laughing, almost everything is quite absurd. And laughter helps to just be in life. Es hilft einfach im Leben zu sein. Ja, wunderbar. Ja, danke schön. Ja, die letzte Frage. Ihr habt ja schon ganz viel Botschaft gebracht. Trotzdem noch mal eine letzte Frage. Was ist noch das, was euch auf der Zungenspitze vielleicht liegt, so als letzte Botschaft an unsere HörerInnen? So the last question is, you talked a lot about what you want to say and what you want to tell our listeners. And the last question is, what is your message for our audience? Madan, do you want to tell your message? My message to the audience is that today life has become very, very serious. And what's going on in this world is not funny. If you look at Russia, Ukraine, what's happening, and now Israel and Iran and all Middle East, and much more can happen, and which is not very nice. And we cannot change anything in the outer world. But now time has come, we should start taking laughter seriously. More and more people should start laughing. World will be a much better place. And that is why now we are celebrating World Laughter Day on 5th of May. To spread this positive energy to all over the world. Es passiert viel in der Welt, was überhaupt nicht lustig ist. Es gibt Krieg in der Ukraine mit Russland und was mit Iran und Israel passiert. Und wir können nichts in der äußeren Welt ändern, aber wir können anfangen mit Lachen. Und wir können, wenn wir anfangen zu lachen, wenn wir alle anfangen zu lachen, können wir auch was verändern und können auch was in die Welt bringen. Und genau dafür ist der Weltlachtag, um das Lachen zu verbreiten und um darüber aber eben auch für die Welt etwas zu tun. So let us 1 minute laughter for the world peace, all of us together. Lasst uns mit einer Minute lachen für den Weltfrieden. Eins, zwei, drei. Ha 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 ha
Ja, ich würde gerne noch Maduri und Gabriela und Sandra noch um ihre Botschaft bitten. Und so I would love to ask Maduri, Gabriela and Sandra also for a message. Maduri, was ist deine Botschaft noch, die du vielleicht noch sagen möchtest? Maduri, what's your message that you would like to tell? I will say that we should love whenever it is possible. Sandra said, and I completely agree with you, Sandra, that whenever there is you see the absurdity, you find humor in it. So the things become very smooth and easy. Wir sollten lachen, wann immer es geht. Und ich teile das, was du gesagt hast, Sandra. Wenn wir die Absurdität in Situationen sehen, dann entwickeln wir Humor darin. Und dann werden Dinge ganz einfach. So laughter club is like a health club where you get all the benefits, mental, physical and emotional also. The main emotional health is very important, which you definitely get if you join the laughter club or laughter yoga. Und ein Lachclub ist eigentlich ein Gesundheitsclub, wo du die ganzen Gesundheitsvorteile hast, die mentalen, die körperlichen und die emotionalen. Und auch das ist sehr wichtig, die emotionale Ausgeglichenheit und die emotionalen Vorteile zu haben. Ah, thank you. Gabriela, was ist deine Botschaft? Das ist alles jetzt hier kein Wunschkonzert, aber ich sag's trotzdem. It's not a concert where we can wish anything, but anyway, I will say it. Ich wünsche mir, dass Lach-Yoga durch sämtliche Institutionen geht. Schulen, Universitäten, Kirchen, alles, was wir haben, Regierung. My wish is that laughter yoga goes through all the institutions that we have. Schools, government and universities. Everywhere. Hospitals. Und dass das Wissen über das Lachen sich wirklich mal ernsthaft ausbreitet. And that knowledge about laughter seriously spreads. Dass das Lachen, so paradox das auch klingt, wirklich ernst genommen wird als eine riesengroße Kraftressource für die Gesundheit. That laughter is taken serious, as paradox as it sounds. That it's seriously a very important source for health. Ja, und das gebe ich einfach jetzt einmal so an alle HörerInnen, dass wir dauernd Lach-Yoga-Schulungen anbieten, Lach-Yoga-Trainings, und es sollen ganz viele Menschen sich trauen, diese Trainings mitzumachen und in das Lach-Yoga reinzuschnuppern. Und sie werden alle sicherlich feststellen, dass es unglaublich gut tut. Und so kann es dann weitergehen. Das würde ich mir wünschen. Also kommt zum Lach-Yoga, lernt es, kommt in die Lachclubs, macht mit, dann wird unsere Welt ein friedlicherer, freundlicherer und gesünderer Flecken. And I would like to give it to all the listeners. We do trainings and just come to the trainings and come to the laughter clubs and laugh together with all the other people in the laughter clubs, in the trainings, learn how to do laughter yoga. And then the world will be a more peaceful, more friendly and better place. Ja, danke schön. Ja, Sandra, was ist deine Botschaft? Sandra, what's your message? In the end. Ich frage mich, ob man überhaupt noch was hinzufügen braucht. I wonder if I have to add something. Weil das erfasst schon, was wichtig ist. Because that is what is important. To do laughter whenever you can, like Maduri said. Zu lachen, wann immer du kannst. Dich zu verbinden, to connect with other people, like Gabriela invited you to. Geht zu den Lachclubs, geht zu den Trainings. Mach das einfach. Mach das einfach. Just do it. Just do it. Ja. Ja. Ach, wunderbar. Dankeschön. Ja, lieber Madan, lieber Maduri, liebe Gabriela, liebe Sandra, ich danke euch von ganzem Herzen für dieses wunderbare Thank Gespräch. Ja, genau. Okay. Und lass uns noch mit Lachen aufhören. And let's finish with laughter. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Have a nice day. Tschüss. I love you.
Thank you a lot. Bye. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. It was very great. Ja, vielen Dank, Silvia. Thank you so much, Silvia, for this great idea. It was a lot of fun. Thank you very much. Bye-bye. Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen. Ha 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 ha